Wo will ich denn überhaupt hin? Oh, scheiße. Das war dämlich. Ich habe ja eben noch gelesen, dass ich nicht schwimmen. Oh, jetzt komm. Ich habe doch nicht W gedrückt. Ja, komm, stirb schon. Ich springe dann immer so nach vorne. So wie ich weiß, prallen diese Dinger von der Wand ab. Deswegen lasse ich jetzt hier durchfliegen. Und wenn es jetzt zurückprallt, das muss ja dahin. Müsste es ja rein theoretisch. Jawoll, ich bin ein Genie. Und das fand ich auch schon mal ein bisschen schwachsinnig, dass die Leitungen von dem Portal überbrückt werden. Rein theoretisch ist doch erst ein Loch in der Dimension. Das heißt, dann müsste ja eigentlich das, die Verbindung hiervon getrennt werden, oder sehe ich das falsch? Egal. Ich habe gerade schon wieder gemerkt, ich war ein bisschen vorschnell. Ich wäre fast schon wieder runtergefallen. Das ist mir auch beim Metro immer zum Verhängnis geworden, weil ich immer zu vorschnell bin. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja, ist klar. Es dient dazu, mich umzubringen. Das hat mich auch an Teil 1 immer genervt, dass man immer laden muss. Oh. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Ja, versuchen Sie es erst gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der unmöglich ist. Ich gehe einfach hier durch. Setze hier ein Portal. Ach so, na klar. Ich nehme den Würfel mit hier nach oben. Dann liegt er hier oben auf der Empore. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja, du hast mich echt gewieft. So. Ladedaten. Für all die nicht lesen können und es dringend lernen müssen. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Was? Die Beherrschung der Prinzipienimpulse. Also ich kann. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da oben ein Portal ist. Das habe ich jetzt mehr oder weniger durch Zufall herausgefunden. So. Ah, da ist jetzt ein Portal. Ich glaube, ich muss mich hier runterfallen. Ah, da ist sogar eine Beschreibung, ne? Ja. Runterfallen lassen, in das Portal rein. Und durch die Geschwindigkeit, die ich dadurch zunehme, werde ich hier rausgeschossen und nach drüben katapultiert. Klingt logisch. Ist auch so. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Ja, da hast du recht, junge Dame. So, jetzt muss ich selbstständig auf diese Plattform hier mein Portal setzen und dann hier reinspringen. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Jawohl. Ich würde mal sagen, ich bin ein Pro. Definitiv ja. Definitiv, definitiv, definitiv ja. Wer kann mir schon was vormachen? Ich will mal eine orangene Kanone haben. Das macht jetzt richtig Spaß.
Ich versuche mal, meinen Kumpel Dennis zu überreden, sich Teil 2 zu holen von Portal. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Also, was ich ursprünglich sagen wollte. Habe ich vergessen. Achso, ja, ich werde meinen Kumpel Dennis versuchen zu überreden, sich Portal 2 zu holen. Ja, Portal 2, um es mal zusammen zu zocken. Aber genug gelabert, ich muss mal durchblicken, was ich hier machen muss. Also, die Kugel da oben. Muss umgeleitet werden. Kann ich ja nicht durchschießen? Da kann ich nicht durchschießen. Ah, aber ich kann da reinschießen. Ah, okay. Also, wenn da hinten jetzt zu mir das Portal geschossen wird, dann gehe ich hier rein. Und benutze dieses Ding jetzt. Ah, hätte ich vielleicht im richtigen Augenblick machen müssen. Ach, Kacke, jetzt fliegt diese Kugel hier überall durch, nur nicht dahin, wo sie hin soll. Nein, nicht dahin. No. Genau, falsch. Ah, jetzt klappt es. Wunderbar, jetzt wird das in Bewegung gesetzt, genau, das wollte ich ja auch. Jetzt kann ich nämlich abwarten, bis die Portalkanone da in die Ecke schießt. Ah, Mist. Genau. Boah, Schwein. Boah, das war echt knapp gerade. Und schon bekomme ich meine zweite Portalkanone. Yay. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort 4. Ich hoffe nochmal, das orangene Portal ist immer noch da hinten. Das blaue. Weiß ich jetzt gar nicht, welches ich denn hingesetzt habe. Das blaue. Glaube ich. Hoffe ich. Jawohl. Ich bin toll. Jetzt habe ich auch endlich meine zwei Kanonen. Schalala. Auf geht's ins nächste Level. Was gibt's denn hier Schönes? Also, Würfel. Und man wird durch die Gegend geschossen. Machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Okay, das ist jetzt auch gar nicht mal so schwer. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich das zweite Portal richtig setze und nicht das erste aus Versehen benutze. Ja, also ich lasse mich einfach da oben hinschleudern mit dem zweiten. Ah, Kacke, jetzt ist er da oben natürlich. Jetzt muss ich das blaue benutzen, um da. Jawohl. Jetzt benutze ich einfach jenes. Ah, Mist. Muss ich jetzt hier runterspringen mit dem Würfel oder was? Ach, es geht einfach so. Na gut. Ich brauchte die Portale gar nicht mehr. Jetzt brauche ich sie doch wieder. Das Blaue muss ich benutzen. Das Blaue war
Die erste Taste, genau. Was hat die denn für ein Problem? Die wollte mir gratulieren, hat aber nicht ganz hinbekommen. Die hat gestörte Schaltkreise. Was muss dieses Spiel so groß laden? Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Ich glaube, bei Portal 2 läuft das auch alles flüssig, aber ist ja egal. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindelig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Also, Tür aufgemacht. Dann kann ich hier durchlaufen. Ich brauche den Würfel aber, glaube ich, gleich noch. Und zwar benutze ich jetzt einfach hier unten das Portal. Und hier ein Portal, um den Würfel zu holen. Haha, ich bin clever. Ich bin gewieft. So, jetzt muss ich ihn nur noch da oben irgendwie draufkriegen. Also, diese Kugel, die da geschossen wird, muss da rein. Genau. Dann muss ich schnell den Würfel hier holen. Und den einen. Da drauf. Und den anderen. Ja, den falschen. Den anderen setze ich auf den anderen Knopf. Ja. Tür ist offen. Cool. Ich bin begabt. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Ja, ist klar. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Wahrscheinlich wollt ihr meine Organe spenden, ne? Kannst du vergessen. Ich war früher mal Raucher. Und hab viel, viel fettiges Zeug gefressen. Ich wiege 180 Kilo. Nicht. So, ich werde wieder rausgeschossen. Ich kann wieder nicht im Wasser schwimmen. Ich darf es auch nicht trinken. Gut, lassen wir es auf uns zukommen. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Na dann. Ja, was muss ich machen? An den Würfel da oben komme ich nicht dran. Doch, komme ich wohl. Haha! Blau und Orange. Mein Gott. Das liebe ich immer in solchen Spielen, dieses um die Ecke denken. Dann wird man belohnt mit einem schönen Würfel. Warum zu Fuß laufen, wenn ich einfach hier durchgehen kann? Ah, krass, ich kann die Kugel ja jetzt quasi hier so... Ne, kann ich nicht. Da kommt die eine Kugel. Das blaue Portal muss ich gleich setzen. Das blaue Portal muss ich gleich setzen. Und zwar... Und das Orange kann ich einfach gleich setzen. Genau, das Orange muss ich umsetzen.
war da oben hin. Oder? Sehe ich das falsch? Wirklich? Ja. Sehr perfekt. Gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Ein Siegeslift. Juhu. Ich habe Teil 2 zwar nicht auf dem PC, aber ich werde ihn mir definitiv nochmal runterladen. Das macht so Fun.